Amerika steht nach dem Attentat Kopf. Diejenigen, die mir schon länger folgen, wissen, dass ich mir dann und wann die Seiten der amerikanischen Prophetien ansehen. Und bei so einem einschneidenden Ereignis ist es wohl logisch, dass es mich zu den einschlägigen Seiten in den USA zieht, um mal nachzusehen, was dort abgeht. Nicht, dass ich neugierig wäre. Ich doch nicht. Jedenfalls habe ich noch eine interessante Nachricht gelesen, die ich euch nicht vorenthalten möchte, denn sie ist durchaus brisant. Das Mysterium im Blick. Also, los geht's. Im Internet ist ein 4 Monate altes Video wieder aufgetaucht, das den Angriff auf Donald Trump vorhersagte. Der 78-Jährige hatte gerade mit seiner Rede begonnen, als Schüsse fielen, die sein rechtes Ohr trafen. Wie bereits hinreichend bekannt, überlebte Donald Trump während einer Wahlkampfkundgebung in Butler, Pennsylvania, einen Mordanschlag. Mehrere von Passanten und Videojournalisten gedrehte Videos zeigten, was vor, nach und in dem Moment geschah, als auf Trump geschossen wurde. Nun ist im Internet ein 4 Monate altes Video wieder aufgetaucht, das den Anschlag auf den ehemaligen US-Präsidenten vorhersagte. In einem am 14. März auf YouTube veröffentlichten Video sprach Braden Biggs über eine angebliche göttliche Vision, die er über das Attentat auf Trump hatte. Biggs hat einen YouTube-Kanal, auf dem er regelmäßig Videos über Visionen und prophetische Warnungen veröffentlicht. Ich habe einen Anschlag auf Donald Trumps Leben gesehen. Die Kugel flog an seinem Ohr vorbei und kam seinem Kopf so nahe, dass sein Trommelfell platzte. Und ich sah, wie er in diesem Moment auf die Knie fiel und begann, Gott anzubeten, sagte er. Wie ebenfalls bekannt ist, hatte der Ex-Präsident gerade mit seiner Rede begonnen, als Schüsse fielen, die sein rechtes Ohr trafen und sein Gesicht mit Blut befleckten. Er fiel hinter dem Rednerpult auf die Knie. Als er etwa 1 Minute später wieder auftauchte, formte er mit den Lippen Kämpfe, Kämpfe, Kämpfe und reckte dabei seine Faust in die Luft. Viele X-User, ehemals Twitter, posten nun den Clip von Biggs, in dem er auch behauptet, er habe Trump die Präsidentschaft gewinnen sehen. Hier nun das Originalvideo von Pastor Biggs. Verzeiht bitte das holprige Deutsch. Der Übersetzer, der die Untertitel generiert, ist nicht der Beste und korrigieren klappt nicht so richtig. Ich denke aber, man versteht, was er zu sagen hat. I saw Trump and I saw a red wave coming out of Michigan, and then I saw Oklahoma and there was embers of people and they were all on these they had torches all throughout Oklahoma and they were raising up these torches that looked like fire and they were bringing forth a new patriotism upon the nation and it was being birthed and it just kept spreading like fire all throughout America all throughout and I saw Trump rise up and then I saw an attempt on his life this bullet flew by his ear and it came so close to his head that it busted his eardrum and I saw he fell to his knees during this time frame and he started worshiping the Lord. He got radically born again during this time frame. I'm talking, people say he's saved now, but he becomes really on fire for Jesus for what I saw coming. And then I saw people interceding when he, and I saw him winning the presidency through great, the Lord showed me it would go clear into the summer. Great persecution would come on him through the judges and through the law and all these people trying to sue him and all this stuff, but there would be a stop to it and their things would start to break free, come toward the fall. And then I saw him winning the election through the Patriots coming out and voting. Die Schießerei ereignete sich weniger als 4 Monate vor den Wahlen vom 5. November, bei denen Trump sich einer Neuwahl gegen den demokratischen Präsidenten Joe Biden stellt. Die meisten Meinungsumfragen, darunter auch die von Reuters, zeigen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden. Es handelte sich um das erste Attentat auf einen US-Präsidenten oder Kandidaten einer großen Partei seit dem versuchten Attentat auf den republikanischen Präsidenten Ronald Reagan im Jahr 1981.
Der Vorfall warf unmittelbare Fragen über Sicherheitsversagen beim Secret Service auf, der ehemaligen Präsidenten wie Trump lebenslangen Schutz bieten sollte. Und auch einige Verschwörungstheorien geistern seit kurz nach dem Attentat durchs Netz. Natürlich ist dies nicht mein Thema, aber ich fand die Aussagen so befremdlich, dass ich sie euch einfach nicht vorenthalten wollte. Die angestellten Vermutungen drehten sich um angebliche Sicherheitsmängel und Nutzer sozialer Medien fragten sich, wie so etwas passieren konnte. Monate vor den entscheidenden Präsidentschaftswahlen in den USA wurde Donald Trump bei einer Kundgebung in Pennsylvania offenbar zum Ziel eines Mordanschlags. Dies geschah wenige Tage, bevor der ehemalige Präsident zum dritten Mal die Nominierung der Republikaner annehmen sollte. Die User sahen schon darin eine Verschwörung, da der Zeitpunkt zu gut gewählt schien. Auf X gab es dies zuhauf zu lesen. Und während die Strafverfolgungsbehörden versuchen, das Motiv für den 20-Jährigen zu ermitteln, der von einem nahegelegenen Dach aus das Feuer eröffnete, wurde das Wort inszeniert innerhalb weniger Minuten nach dem Angriff zu einem Trend in den sozialen Medien des Landes. In den letzten 24 Stunden hat es andere Themen im populären Internetdiskurs überholt, da Beiträge auf X, die voller unbegründeter Gerüchte, Hassreden und Beschimpfungen sind, Millionen von Aufrufen erhielten, berichtete die BBC. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass Verschwörungstheorien schon immer mit Attentaten auf US-Präsidenten in Zusammenhang standen. Das bekannteste Beispiel hierfür ist die Ermordung John F. Kennedys im November 1963. Dieses Mal aber konnte die ganze Welt live dabei sein, da es sich dabei um das erste Attentat handelte, das in Echtzeit stattfand und übertragen wurde, war es nicht überraschend, dass die Zahl der Falschmeldungen zunahm, heißt es in dem Bericht. Das Internet der USA brodelte. Aber was waren die aufgeworfenen Fragen? Einige dieser Verschwörungstheorien drehten sich um angebliche Sicherheitsmängel und Nutzer sozialer Medien fragten sich, wie so etwas passieren konnte. Es sieht sehr gestellt aus. Niemand in der Menge rennt oder gerät in Panik. Niemand in der Menge hat eine echte Waffe gehört. Ich traue ihm nicht. Ich traue ihm nicht, hieß es in einem Post, der Millionen von Aufrufen erhielt. Später wurde der Beitrag mit einer Notiz versehen, die darauf hinwies, dass die Schießerei echt war. Darüber hinaus wurden diese Verschwörungstheorien durch später aufgetauchte Fotos und Videos noch verstärkt. Insbesondere ein Foto zeigt die erhobene Faust des ehemaligen US-Präsidenten mit Blut im Gesicht und am Ohr, während im Hintergrund die US-Flagge zu sehen ist. Das Bild sei einfach zu verdammt perfekt, stellte ein YouTuber aus den USA fest und betonte weiter, wie es ihnen gelungen sei, die Flagge perfekt zu positionieren und alles. Dieser Beitrag, der fast 1 Million Mal aufgerufen wurde, wurde jedoch später von der Person, die ihn geteilt hatte, gelöscht. Ein anderer X-User schrieb, inszeniert, um Mitleid zu bekommen, diesen Leuten kann man nicht vertrauen und nein, ich werde nicht für ihn beten. Der BBC-Bericht hob jedoch hervor, dass die meisten dieser viralen Posts von links gerichteten Nutzern stammten, die oft gegen Trump gerichtete Ansichten äußerten. Wahnsinn! Wie man nur ein durch pures Glück überlebtes Attentat dazu nutzen möchte, seinen politischen Gegner zu schaden. Ich denke, damit hat man Trump zum Märtyrer gemacht. Und ich kann nur Julian Reichel zitieren, der sagte, dass wohl nur wenn Jesus persönlich sich dazu überreden ließe zu kandidieren, könnte Trump noch diese Wahl verlieren. Die Amerikaner lieben große Gesten und bildgewaltige Ereignisse. Amerika ist in dieser Hinsicht schon ganz schön verrückt. Obwohl auch der deutschsprachigen Raum steht ihnen inzwischen in nichts mehr nach. So, heute also mal ein kleiner Ausflug weg von meinem eigentlichen Thema hin zu den Verschwörungstheorien. Ich hoffe, auch das war mal etwas interessant, zumal ja sich die Nachrichten zum Attentat ja überschlagen. Mir bleibt jetzt nur noch, mich für euer Interesse zu bedanken und euch zu bitten, aktiv meinen kleinen Kanal zu unterstützen.
Teilt bitte meine Videos, damit ich noch viele weitere so tolle Menschen, wie ihr es seid, mit meinen Videos erreichen kann. Denjenigen, die meinen Kanal bereits finanziell so großzügig beschenkt haben, gilt ein von Herzen kommendes Vergelt's Gott. Ihr helft mir damit unendlich weiter. Auch alle, die über eine Kanalmitgliedschaft nachdenken, fühlt euch frei, dies zu tun, aber bedenkt bitte, dass dies absolut kein Muss ist. Lediglich solltet ihr mich unterstützen wollen. Dies ist eine weitere Möglichkeit dazu. Und mir ist wichtig, dass ihr wisst, dass ich euch allen sehr dankbar für euer Interesse bin. Falls euch also das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Ihr wisst schon, der Algorithmus von YouTube ist darauf konditioniert. Natürlich würde mich auch ein Abo sehr freuen. Um nichts zu verpassen, aktiviert einfach die Glocke. Nun macht es gut und lasst euch nicht ärgern. Und denkt daran, bleibt neugierig und offen für alles, was uns diese Welt zu bieten hat. Viele Grüße, eure Marion und das Mystinarium.